So Leute, und da sind wir wieder zu Basti zockt Minecraft. Und wir sind gerade dabei, hier einen, ja, wie soll ich sagen, einen Dingsens, einen Fallschacht zu bauen für unsere Monsterfalle. Mal gucken, ob das alles so funktioniert, wie ich es mir gedacht habe. Bin ich mal gespannt. Und dann, ja, ne? So. Oh je, oh je, oh je. Ich bin gerade am Überlegen, wie ich das mache. Wie ich das mache, wie ich das mache. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Die müssen ja irgendwie... Oh nein, 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 ich mach die... Ah doch, ich lasse die Mobs an. Ja, es... Ich bin nicht so der Bro im Monsterfallen bauen. Aber ich denke, irgendwie müsste ich das hinkriegen. Oh, nein, nicht das. So, 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 so. Das kriegen wir auf alle Fälle hin. Oh, hier haben wir Redstone. Den nehmen wir natürlich gleich mit. So, hey. Alter, wieder dieser Gravelmann. Wie ich ihn hasse. Oh, und Eisen. Oder ist es Gold? Ne, es ist Eisen. Natürlich ist es Eisen. Und ich bin natürlich gezwungen, das mitzunehmen, weil... Ich weiß nicht, das kann man da nicht so alleine lassen. Es ist so asozial, das alleine zu lassen. Ich meine, ihr werdet ja auch nicht gerne alleine gelassen, oder? Ja, das könnte man eigentlich als Gesprächsthema. Seid ihr lieber alleine oder habt ihr gerne Leute um euch rum? Also, natürlich, jeder hat so seine Phase. Ich habe nämlich manchmal so meine Phase. Da will ich meine Ruhe haben, Tür zu, meins, mein Zimmer. Lasst mich alle in Ruhe. Abgeschnitten dann von der Außenwelt. Aber ich denke, ja, das ist nur teilweise so, weil ich bin auch gerne mit Leuten unterwegs. Also ich rede jetzt vom Real Life, nicht von irgendwie im TS mit Leuten hocken oder so. Ich bin auch gerne mit Leuten unterwegs und ja, alleine bin ich, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme unter der Woche. Oder wenn mal einfach ein Tag ist, wo ich sage, na, heute ruhst du dich mal aus und ja, so. Aber ansonsten habe ich gerne Leute um mich. Aber ja, wie gesagt, es ist nur so teilweise halbe halbe. Ich weiß nicht, wie ist es bei euch? Seid ihr lieber alleine? Habt ihr eure Ruhe? Oder wollt ihr jetzt mehr so viele Leute um euch rum haben? Ich meine, kommt ihr von der Schule nach Hause und macht gleich was mit euren Kollegen aus? Oder kommt ihr nach Hause von der Schule und verkriecht euch in euer Zimmer und kommt erst, wenn es dunkel ist, wieder raus? Seid ihr nachtaktiv? Nee, ja, sagt es mir einfach mal, es interessiert mich jetzt wirklich. Und ja, das ist wirklich so ein Thema, was mich interessiert, ob ich da anders ticke als die anderen oder ob ihr alle genauso tickt wie ich. Wie tief sind wir denn jetzt? Wir sind auf Ebene 11. Es wäre cool, wenn da jetzt ein Diamant kommen würde. Wir können das Ganze ja auch rein... Wieso ist da... Ah, okay, das gehört da dazu. Gerade gedacht. Wir können das Ganze auch mal testen, indem ich jetzt mich da kurz hochbaue. Erde habe ich genug. Dann gehe ich da jetzt mal hoch. So, wo ist der Spawner? Da. Gut. Wo war der Eingang? Hier oder da? Ich glaube, ja, hier war der Eingang. So, dann mache ich jetzt nämlich mal hier die Fackeln alle weg. So, und... Wow, was für ein Jump. Wow, und sofort kam ein Skelett hier runter. Das ist doch der Wahnsinn, Mann. Oh, und noch eins. Das ist ja nicht normal. Ach, ich habe ein Schwert, ich Trottel. Oh, nicht schießen. Oh, wow. Okay. Okay, Leute, die Monsterfalle funktioniert so, wie ich es mir vorgestellt habe. Was? So, okay. Alter! Nein! Oder? Oh, nee, ne? Oh Gott, das war ja wieder so typisch. Ja, die Falle funktioniert, so viel kann ich schon mal sagen. Nur funktioniert sie noch nicht so, dass wie ich es möchte. Ich stelle die Mobs, wenn ich dort bin, mal kurz aus.
weil ich was machen möchte. Die Waypoints kann ich eigentlich gleich wegmachen. So, oh Gott, ich hoffe, da unten sind jetzt keine Mobs. Ah, gut, das ist gut. So. Dann gehe ich jetzt mal hin auf. Oh, oder ich guck mal, wie viele da unten sind. Oh! Oh oh. Okay, hier mal Option auf friedlich. Und dann gehe ich mal hier runter. What the hell, gell? Das ging gerade so ab. Hier ins Inventar und das machen wir so und das hier so. Gut, also ich werde jetzt kurzzeitig mal in hier friedlich Modus spielen. Ich gehe da jetzt hoch und hole Wasser. Ne, als erstes muss noch zusätzlich, Moment, wo machen wir das am besten? Hier ist der Spawner. Machen wir einfach mal hier. So, auf welche Ebene war das denn? 11, glaube ich. Gehen wir mal auf Ebene 11. Alter, das ist ja krank. So, okay. Ja, passt haargenau. Dann packe ich jetzt hier drinnen mal eine Fackel hin. Oh, hier ist Redstone. Der ist aber erstmal uninteressant. Dann packe ich hier Wasser hin. Ja, ich glaube, das müsste so eigentlich funktionieren. Das ist noch eins tiefer. Einen Gangrahmen. Oh, wenn es klappt, gell, ich bin so happy. So, ah ne, dann fallen die ja in Wasser. Aber es ist ja Wurst, ich glaube, die kriegen dann trotzdem ein bisschen Schaden. Dann sollen die da angespült werden, bis hierhin. Kann man das so machen, vielleicht? Oh Mann, jetzt muss ich wieder hoch. Oh, fail, Mann. Okay, ich baue mich jetzt nochmal hoch. Ein letztes Mal. So, zack, zack. Und jetzt brauche ich einen Eimer. Und dann eben Wasser. Ich mache kurz eine Workbench für hier unten. Puh, das wäre richtig geil, wenn das klappt. Workbench packe ich gerade hier unten drunter. Und einen Eimer machen, damit ich nicht hochlaufen muss. Ja, so und so. Dann gibt es hier irgendwo Wasser, Mann. Wasser brauche ich jetzt gerade. Ah, wieso gibt es jetzt gerade kein Wasser? Oh, sonst ist doch überall dieses gottverdammte Wasser, oder? Ach, hier, hier, hier. Da ist Wasser. Ach, hör jetzt auf zu lecken. Das kommt von da oben. Das schnapp ich mir mal. Von wo kommt denn das? Mensch. Alter, was ist denn das für eine Quelle? So, gut, dann habe ich das Wasser hier mir mal geschnappt. Warten wir mal kurz, bis es abfließt. Gut, dann können wir hierhin wieder zurückkehren. Ach, da unten ist auch noch mal Wasser, hier. Da hinten ist der Spawner. Wie komme ich denn hier runter? Was ist denn hier unten? Ah, da war mal ein Diamant. Jetzt weiß ich es wieder. Ja, wie komme ich jetzt da rein? Zu dem Spawner. Ich glaube, hier hinten rum dürfte es vielleicht gehen. So, so. Ja, und dann da rein. Dann müsste ich eigentlich. Ja, hier rum. Gut. Ah! Wieso? Die Mobs sind auch friedlich, Junge. Blick das doch, Mann. Gut, ich mache mir hier mal kurz eine unendliche Wasserquelle. So, so. Zack. Und dann gehen wir vorne rum. Dann müsste ich eigentlich auch an das Wasser rankommen. Wenn ich hier lang gehe. So. Und dann, ja, da unten. Plop, plop. Und, plop. So. Und dann wieder hoch. War ja klar. So. Zack, zack. Wow. Wupsi. Na. Gott, so. Und dann da hinten rum wieder, gell? Und hier rein. Hey, wenn es so klappt, wie ich mir das vorstelle, dann wird das genial. So, jetzt mache ich erstmal hier Wasser als Fahrstuhl. Und das andere Wasser nehme ich mit runter, weil ich habe derzeit keine Leitern zur Verfügung. Mache ja auch noch kurz Fackeln nach dahin. Und den Boden da mache ich weg. So, gut.
Alter! Ich hasse es. So, wenn hierhin Wasser kommt, fließt es alles da rein. Das ist gut. Ja, der Fahrstuhl geht sowieso weg. Dann packe ich nochmal. Wartet. Ja. Ne, halt. Stopp. Lass mal hier unten eine unendliche Wasserquelle noch machen. Ey, Mann, jetzt komm schon. Oh. Wieso ist das so? Geh nach oben jetzt. Tut, tut. Ey, ich will hier nicht ertrinken, dass das klar ist. Blub, 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 blub. So, jetzt habe ich hier Wasser geholt. Ich brauche das Ganze da unten nämlich nochmal. Eine unendliche Wasserquelle. Wenn ich das hier mache, kann ich hier rausnehmen. Yay! Oh ne, jetzt muss ich dagegen anschwimmen. Blub, 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 blub. So, machen wir das hier mal fix hier zu. Das ist ja an sich gar nicht da. Aber hier kommt Wasser. Und da kommt Wasser. Hey, ich brauche Wasser. Junge. So. Boah, ey, ist das hier wieder ein Kampf. Da. Wuhu. Okay, noch einmal. Alter. Ich hasse es, wenn sie mich treffen. Obwohl ich Mobs aus habe. So, gut. Wenn man das so macht, ist alles paletti. Ja, jetzt warte mal noch kurz. Gehen wir mal. Ja, ich mach mal hier die Wasserleitung da weg, die da oben. So. Zack, zack. Und da mache ich auch zu. Und die da hinten kann ich rein theoretisch auch schon mal zubauen. So, so, so. Gut, jetzt brauche ich Schilder. Die packe ich nämlich dahin. Gut, so viele habe ich jetzt nicht, aber craften kann ich auch nicht wirklich viel. Eins, ups. Eins, zwei, drei. Yeah, und jetzt brauche ich nochmal drei. Dann gehen wir am besten nach oben. Na toll, aber wie? Ach. Wartet. Warte doch. Nein. Nee, warte. Ich muss die Schilder anders anbringen. Ah, es ist wieder eine Prozedur, ne? So. So. Und so. Die bringe ich nämlich am besten, ne? Warte. Warte, warte, warte. Hey, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wie wäre es, wenn wir das so machen? Zack. Und ab hier dann die Schilder anbringen. Ach, Redstone, komm, geh da schnell weg. Alter, wieso immer so viel? Zack. Zack, 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 zack. Nehmen wir jetzt mal den normalen Pflasterstein. Dann bauen wir uns da nach oben und bringen die Schilder nämlich da an. Dann kann das Wasser nämlich nicht dahin. So, und jetzt nach oben bauen. Wuhu! So, wop, 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 wop. Ja. Und wop, wop. So, gut. Dann müssen wir zurück in unser Lager noch ein paar Schilder machen. Und dann müsste es alles rein, theoretisch. Ach, Leitern brauchen wir noch. Wieso ist hier was explodiert? Lol, lösen die Fledermäuse entweder Explosionen aus oder... Was war das? Ich hab doch den Mobs aus. Hä? Oder hat die Fledermaus gepupst? Schreibt mal in die Kommentare, was ihr so meint. Ich weiß es nämlich nicht. So, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Schilder habe ich keine mehr. Deswegen muss jetzt Holz her. Oh, ich habe wirklich nicht mehr viel Holz. Und mein Inventar an sich ist auch sauvoll. Ja, ich habe wirklich nicht mehr viel Holz. Deswegen... Wie viel brauche ich? Das hier wäre jetzt ein Schild. Zwei Schilder. Drei Schilder. So. Na toll. Das muss da rein. Dann mache ich jetzt hier schon mal... Zack, 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 zack.
Werfen wir den Sand da mal weg. Ist gerade ein bisschen chaotisch, ich weiß. So, und... Ach, komm, einfach weg mit. Nochmal ein Schild. Und nochmal ein Schild, so. Und zack. Mit dem restlichen Zeug hier mache ich Leitern. Wupp. Wow, jetzt habe ich hier... Ach, der Kies kann weg. Mann, ist es hier wieder ein Chaos. So. Wupp, 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 wupp. So. Gut, jetzt habe ich nochmal hier 9 Leitern. Und jetzt geht's wieder nach unten. Aber wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Ciao, bis dann, euer Basti. Bis dann.